Und dann musst du eine Raumstation finden, wo du das abgeben kannst, die Quest. IP habe ich aber nicht. Wovon? Ich habe nur 3 und ich habe keine 53 Waren, ich habe 53. Warte mal, ich kann ja mal gucken. Ach so. Ich habe 53 Örs. Ach so, ja gut, du brauchst Verdammt. zwei Örs für ein Bar, also hast du die Hälfte bloß, 26 ungefähr. Ja. Oh, man braucht ewig viel Titanium hier. Titaniumbarren, Goldbarren, Silberbarren. 120, 160, Silber, 450 Titaniumbarren. 40 Titanium, um überhaupt das Ding erweitern zu können nachher. Da braucht man viel Titanium. Naja, ich kann mich jetzt jederzeit hierher beamen. Man kann sogar die Gravitation dort verändern. Oh, wo bist du denn hin? Ich stehe hier auf deinem Schiff. Ja, ich bin doch hier. Hallo, du bist ein Dragon Ball. Weiß. Ein sexy Dragon Ball jetzt. Der aus wie ein Ei. Ja, ein bisschen. Ach ja, ich muss ja. Genau, ich habe nur 26. Barren, ne? Wie viele habe ich jetzt noch übrig? Wie viel brauchst du? Na, 50, wenn du sagst, ich habe Ja. 26, das heißt 24. Das heißt, Oder du wie? brauchst 24 Barren, ne? Mhm. Die kann ich dir geben. Hast du denn 50 Gold? Guck gerade. Ich weiß wieder nicht, wo ich die Sachen hin hatte. Ich Ich habe hab zwei. Wie viel Gold brauchst du? auch 50. Und noch? 50 Silber. Barren. Und noch? 1000 Pixel. Ne, die Pixel habe ich. Warte mal. Mir fehlt Pudding. Warte mal. Muss mal gucken. Kupfer braucht man nicht. Nein. Gold, Silber und Titanium. Also ich hatte jetzt 52 Goldbarren und 54 Silber. Ja, du brauchst 50 Silber, 50 Goldbarren und 50 Titanium. Titanien habe ich 26. Gut, 24 kann ich dir mitbringen. Gucke ich erstmal, ob ich überhaupt eine. Du brauchst eine Ja. Raumstation und dann musst du auch noch Glück haben, dass da ein Typ drin ist, der dir das gibt. Ich hatte vorhin Glück. Ich versuche mal, die wiederzufinden. Aber ich bin gerade auf einem anderen Planetensystem. Ah, ich habe so eine Station. Da müsste einer drin sein. Da war vorhin bei mir auch einer drin. Na, dann muss ich mich ja eigentlich nur zu dir beamen, wenn du in der Raumstation bist, oder nicht? Ja, ich bin auf dem Weg. Also, ich sag dir dann Bescheid. Mein Ja, ich muss. Flugzeug fliegt gerade hin. Du kannst ja dann schon mal die Material alle mit einpacken. Ja, das habe ich drin. Ach, die hast du schon mit. Gut. Genau, du kannst schon mal zu einem Planetensystem hinfliegen, wo du nachher deine Station aufbauen willst. Wonach was muss ich denn da mich richten? Nach dem, was du für Planeten in der Nähe haben willst. Na, ich habe hier diesen. Ich habe hier einen. Diesen Nexus 4, wo ich ja vorhin war, wo das Labor war. Und dann habe ich diesen Waldplanet, wo wir vorhin waren. Und dann habe ich diesen. Ja, Orbis, da war ich aber noch nicht. Keine Ahnung, was das hier ist. Ja, Eigentlich hier. das kannst das Ding nämlich, glaube ich, nicht wieder abreißen. Also musst du vorher entscheiden, wo du das hinbauen willst. Na, wichtig wäre ja auch nicht nur das, sondern ist dann nicht auch wichtig, dass man da irgendwie sich bookmarkt nachher oder findet man das wo wieder? Ja, die Bookmarks, die kannst du auf jedem Planeten machen, der dir gefällt. Da trägst du dann einfach als Bo wo du dann auch landen kannst. Da trägst du dann einfach als Bookmark, ist quasi wie so ein Lesezeichen, damit du diese Planeten später wiederfinden kannst, egal in welchem Sonnensystem du Na, bist. kannst du das auch das als Bookmark deine Raumstation machen? Die Raumstation hat sogar einen eigenen Teleporter. Na, dann sollte das ja eigentlich nicht wird ja möglich sein, die immer wieder zu finden, oder? Ja, deswegen kommt es ja auch eigentlich nur darauf an, was du für Nachbarplaneten haben willst, wo vielleicht Dörfer drauf sind oder sowas. Und ich habe schon die Person gefunden. Na, warte mal, ich guck mal. Aua, blöder Fahrstuhl. Ich war zu Na, was schnell. haben wir denn hier?
Also im Grunde ist der hier gar nicht so ein Desert, ein Forest und ein Lush. Ich glaube, ich gehe dahin. Da war ich, aber ich weiß nicht, ob ich da schon war. Ich war auf den Planeten, wo ich jetzt war, noch gar nicht unterwegs. Nee. Ich habe einfach nur genommen, was die größte Vielfalt in der Nähe ist. Ich habe jetzt einen Ozean, ich habe einen Schnee, ich habe einen Lush, also Wiese, glaube ich, ist das. Und ich habe noch einen Mond in der Nähe. Und ich habe Dschungel, Lunar, Toxic, Midnight, Tundra und Forest. Ja, bis auf Wasser und Wüste hast du doch alles dabei. Von jedem etwas. Aber alles zusammen kriegst du sowieso nicht. Du kannst eben bloß gucken, was in der Nähe liegt. Also, ich bin soweit, ich stehe bei der Person. Na warte, ich will noch mal gucken, vielleicht bin ich noch was anderes. Nee. Alien, Jungle, Lunar. Ozean, Lunar und Jungle. Lunar ist ja so eine Art Mond. Den will ich auch noch mal demnächst besuchen, den Mond. Jetzt habe ich hier Forest, Gateway, Barrens, Desert, Savanne, Lunar und Ocean. Ein Gateway ist gut. Ein Gateway ist aber etwas, was wir erst, ja, wo wir erst rein können, wenn wir den letzten Boss gekillt haben. Ich glaube, ich fliege da mal hin. Ja, da kommst du aber nicht weit bei dem Gateway. Nein, aber ich meine die Planeten an sich. Ach so, ja gut, das kannst du ja machen. Du hast ja mehr Treibstoff als ich. Warum? Wie hast du denn? Ich habe jetzt, glaube ich, noch eine Tankfüllung und dann bin ich wieder ohne. Ich habe 426. Ja, weil er dir über 300 gegeben hat. Nein, er hat mir gar nicht gestern gegeben. Ich habe mir das gekauft, damit ich wirklich hatte nur, heute Morgen hatte ich 46 drin. Ich habe mir das gekauft vorhin. Aber er hat dir gestern extra einen Tank hingebaut oder vorgestern und da waren 300 drin. Oder? Ja, wer weiß. So, ich bin jetzt da, wo ich meinen Planeten bauen würde. Ja. Guck mal kurz. Es ist eine Station, kein Planet. Aber das ist ja egal. Nein, also. Naja, ich weiß. Planeten! Ich mag Planeten! Okay. Jetzt beam ich mich zu dir, Scotty. Beam me up, Scotty! Yay! Jetzt komm ich. Achso, ja. Ich muss ja mit dem. Jetzt war ich der Meinung, warum komme ich mit dem Tech? Weil du. Du musst doch mit dem Teleporter herkommen. Nicht schnell genug nach links und rechts laufe, sieht's aus, als wenn ich einen Baum habe mit zwei Laternen. Bist du unterwegs? Ja, ich bin schon hier, ich muss nur dich suchen. Kannst du dich nicht direkt zu mir beamen? Nein. Ich höre jemanden. Ja, ich weiß halt nicht, wo du genau stehst. Hier. Nee, dann bin ich hier falsch. Hä? Wieso? Du musst eigentlich die Person da oben. Die hat für mich aber eine Aufgabe. Echt? Was denn für eine? Ah ja, okay. Du hast mir doch noch gar nichts gegeben. Ich weiß, warte. Ja, ich gebe die Aufgabe hier an und dann, was habe ich dann? Ja, dann hast du die Aufgabe, so. Nö. Mal gucken, was das jetzt ist. Dann kriegst du so eine Art Radio- oder Funkgerät. Hab ich. So, damit machst du jetzt einen Rechtsklick. Und dann fährt da so ein Bildschirm extra hoch. Warte mal, wo ist denn das jetzt hin, das Ding? Das müsste unter diesen Werkzeugdingern sein. Nee, ist bei mir im Rucksack. Achso, ja, oder da. Stimmt, da lag das andere war für Ärzte. Das ist ein bisschen verwirrend mit dem Schlüssel da. Hä? Enable to the high bandit oder to sail? Try again from your ship. Ah, ich muss es von meinem Schiff machen. Echt? Ich hab's von hier, oder? Der sagt, dass das nicht geht. Ich probier's. Obwohl, nee, stimmt. Ich hab's ja erstmal in die Truhe gepackt, weil ich ja auf dem anderen Planeten vorhin mit dem Fastgamer noch war. Genau. Ich bin morgen ganz böse. Warum? Ich mach mir meine Haare. Ich färb mir morgen meine Haare. Wow. Pink.
Okay. Du hast Oh, Hunger. ich muss etwas essen. Ja, ich weiß nicht, ich muss irgendwas machen und irgendwie entweder pink oder grün. Nimm beides. Ja, das, aber grün und rot, das sieht blöd aus. Ja, deswegen ja grün und pink. Na, aber rot hab ich, hab meine Haare sind jetzt rot. Ja, die werden dann grün und pink. So, mein Name. Oh, mein Name. Ja, du musst einen Namen eingeben für deine Station. Was? Moment, was ist mein So, wie nennen wir denn den Namen meiner Station? Dann kannst du ihm noch eine Beschreibung geben. Und wenn du dann auf der Station bist, musst du deinem Teleporter auch noch einen Namen geben. Und dann würde mich interessieren, ob ich auch einfach dahin beamen kann, so über den Teleporter. Aber mal gucken. So. Station, was ist da unten? Description? Ups. Das ist Beschreibung, also wenn du jetzt dem Ganzen eine Beschreibung geben willst, was weiß ich. Hier gibt's die fröhlichen Ländereien oder irgendwie sowas. Nee, ich lass mal. Musst du ja auch nicht. Du musst nur einen Namen geben. Dann Kann kannst du aber auch. nicht Safe drücken. Musst du vielleicht doch eine Beschreibung eintragen? Ich habe eine eingetragen, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob man den Button auch ohne drücken konnte. Ich habe jetzt reingeschrieben, komm rein, kannst du rausschauen. Okay. Mir ist doch nichts eingefallen. So, Ja, jetzt da muss ich kannst du safe wohl. drücken. Ich muss erst warten. Nein, ja, und dann kommt aber, ich soll eine grüne. Ich muss jetzt so machen, dass es grün wird. Genau, jetzt kannst du dir deinen Planetenring aussehen. In diesem Orbit schwebt dann deine Station rum. Die schwebt Ist ja dann aber auch im nichts Kreis, so los. wie die Planeten. Man hat da manchmal bloß kleine Stellen zum Aussuchen, weil du Ja, ja ich nicht habe nur dieselbe eine. Bahn nehmen kannst wie ein Planet. Genau. Ich hatte, glaube ich, bloß drei Linien zur Auswahl. Ich hatte nur eine Linie zur Auswahl. Was ist Echt? das denn für ein Fake? Ja, das liegt denn an Egal. deinem Planetensystem wahrscheinlich. Vielleicht hast du zu viele da schon und deswegen. Da steht jetzt Tatsache, Name Ghost Ship. Ja. Und drunter, Und da komm kannst du rein, jetzt kannst du hin. raus schauen. Und da kannst du jetzt hin. So, wie komme ich da jetzt hin? Hinfliegen mit deinem Mech. Also erstmal mit dem Schiff dahin fliegen und dann mit deinem Mech. Ist das jetzt weg? Da habe ich mein Rührei auf dem Kopf. Großchen, kommst rein, kannst rausschauen. Okay, ich guck raus. Scheiße, das sieht jetzt so Yay! bescheuert. Ich bedien mal die Kanonen da oben, ne? Lass meine Flaschen im Stehen! Hui! Nicht wieder Hui! meine Flasche doof machen! Hui! Die sind ja auch da hinten und nicht hier. Hast du schon gesehen? Ich habe jetzt den grünen. Ja. Eine Pinguine kommt auch mit. Die ist am Anfang natürlich noch sehr klein. Hi! Jetzt können Hey! wir die einräumen, oder was? Ja, jetzt kannst du sie einräumen. Wow, ist die groß! Ja, hier, hier musst du deinen Teleporter noch aktivieren. Und dem auch einen Namen geben. Das heißt Ententeich. Schreib es wirklich rein. Oh. Teleporter Ententeich. Und jetzt steht hier Tatsache, Personalspace Station, Teleporter Ententeich. Ich habe die Gravitation. An dem ersten Gerät hier kann man die Gravitation einstellen. Und an dem zweiten das ist eine Box mit 48 Slots. Und die Dinger hier unten, aber auch hier oben und hier, da musst du mit Rechtsklick dann mal mit E, wie soll ich immer Rechtsklick machen? Aus Minecraft gewohnt.